Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity. Wir teleportieren jetzt mal hier hin, machen die Quest, die dort ist, und sammeln Sachen ein. In den anderen Bezirken fehlen uns irgendwie auch noch Dinge, aber ich weiß nicht, wo die sind. Also entweder... Ich habe mir die Sachen gekauft, damit die Dinge auf der Map angezeigt werden. Aber es kann gut sein, dass das als DLC nicht gilt und ich selber finden muss. Was prinzipiell heißt, zufälligerweise dran vorbeilaufen. Ist in der Middle Area. Dann schauen wir mal. Letzte Wille. Okay. Ich muss rein. Ja. Super, hast du gemacht. Sujet. Der letzte Wille des Baumeisters der Basilika. Begraben werden, wo Mönche täglich über ihn laufen. Wo ist er jetzt? Ah, okay. Was muss ich machen? Ach, da lang. Aber die Tatsache, dass hier so Markierungen sind, sagt auf jeden Fall, dass es hier auch irgendwas in der Richtung gibt. Klar, sieht er mich nicht mehr. Weil das ist auch richtig so. Ach, André. Ich werde den Schuldigen finden. Hast du ihn gefunden? Ich brauche, also ganz ehrlich, ich brauche mindestens fürs Level noch Credo-Punkte. Also von dem her. Es kann gut sein, dass ich vielleicht keine mehr brauche. Für die anderen Dinge, aber fürs Level werde ich... Oh, das ist innen, okay. Ja, das ist innen an der Decke, wenn ich das richtig sehe. Dann schauen wir mal kurz, ob wir hier einen Eingang finden. Da. Okay. Ja, das erinnert mich zumindest ein bisschen zurück an die Kletterpassagen. Aus Assassin's Creed Brotherhood, also, ja, gab's den Brotherhood auch, weiß gar nicht, aber aus Assassin's Creed 2 auf jeden Fall. Wait. Es ist schwer zu teilen, unter Umständen ist es doch außen. Komme ich hier irgendwo wieder raus? Ja, klettern wir mal hier so lang. Bis ich wieder einen Punkt finde, wo ich mich absetzen kann. Ah ja, genau da drüben, wo ich herkam. Ich kletter mal kurz draußen hoch, weil ich habe das Gefühl, jetzt wäre es draußen. Es schaut... Also jetzt von außen betrachtet sah es so aus, als wäre es innen, aber jetzt von innen betrachtet schaut es eher so aus, als wäre es außen. Und da ich ja es von einem Winkel angeschaut... Warum denke ich, dass ich meine Kleidung ändern kann, wenn ich ihn kletter? Das kann ich sowas mal vergessen. Ah ja, das hier ist. Aha. Es ist dort innen. So, die Frage, wie man da reinkommt.
Hier war nicht schlecht. Also ich frage mich wirklich, was das soll. Also hier. Aber gibt es eine Nebenquest, die einfach genau das ist? Weil ich verstehe nicht, wieso hier überall solche Dinger sind. Wir müssen ja einen Zweck haben. Oh, warte mal. Ja. Kommst du so weit vor, dass ich dich mitnehmen kann? Ich glaube, es tut das sogar. Er hat das Tada. Tatsache, dass Luft an Tat ist, dass man so kleinen Vorsprung machen kann, finde ich immer sehr gut. Und ich glaube, ich muss öfter Farbe wechseln. Habe ich irgendwie das Gefühl. Ich wäre als nächstes bei der 7 oder früher, je nachdem. Okay. Also der Ort hier ist auf jeden Fall interessant. So rein von dem, was hier so ist. Ich bin fürs Spiel noch nicht ganz gelandet gewesen. Naja. Wer bist du? Ah! Puh! Ich frage mich ehrlich gesagt, wer euch seid. Wer ihr seid, weil euch... Oh mein Gott. Schlimmer als jedes Horrorspiel. Ja, hab ich jetzt wirklich hardcore erschrocken, Alter. Mein Gott, Alter. Dass es so lange dauert, bis der wieder als stehend gilt. Wenn er sowas öffnet. Richtig nervig. Wahrhaftiger Schatten, ja, jetzt mache ich den Leuten Angst und nicht sie mir. Oh mein Gott, Alter. Okay, keine Ahnung. Ich gehe. Meine, hier ist eine Truhe, die nehmen wir mit. Also, hier im Dunkeln sieht man richtig schön, wie das einfach leuchtet. Das ist eine Montur gewesen, okay. Also wieder Kleidung. Stell dich tot! Jetzt bist du dran! Wer genau seid ihr? Bin ich jetzt der Grabräuber oder wie? Und die beschützen das? Oder sind das einfach Grabräuber? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall macht mein Schwert kleiner aus als ihn. Ja, Kleinholz. Dafür ist mein Schwert da. Um Kleinholz aus Leuten zu machen. Ah, nein. Ich weiß nicht genau. Ist da irgendjemand?
nicht. Bürger, sofort stehen bleiben! Sollen wir arbeiten bei den Schlachten? So viel zum Bossgegner. Ah, um Plünderer zu verjagen, ist ja witzig. Die hauen also dann ab, wenn der Boss tot ist. Das ist gut zu wissen. Wenn der Meister tot ist, dann rennen die einfach weg und denken sich, oh nee. Gegen den Typen habe ich keinen Bock zu kämpfen, der hat unseren Meister getötet. Ich glaube, ich sehe Gespenster. Ey, was zur Hölle? Ich wollte eine Quest machen und dann ist es hier unten voll mit Truhen und sonst was alles. Also rein von den Klettering-Passagen her gefällt mir das DLC. Wie das einfach viel mehr an die Templer-Verstecke und an die Assassinengräber erinnert. Dieser Ort hier. Ah, gut. Wohin läufst du denn? Oh, ein Artefakt. Ja, gute Frage. Wohin läuft denn ihr? Habt ihr eigentlich auch den Geist gesehen? Er ist sogar noch da. Servus. Okay. Die haben doch noch keine Projektoren, oder? So modern sind die doch jetzt auch wieder nicht. Einer von uns wird einen Moment. Okay, probieren wir mal hier hochzukommen. Geht das? Nein. Warte, wie geht das? Da hinten vielleicht. Also wollen wir mal da hinten hinzukommen. Der Geist hat ihn getötet. Das war keine Knarre, nein, das war der Geist. Oh, da unten ist ja noch ein Stockwerk. Anscheinend. Ja. Mhm. Lass mich mal, genau, perfekt. Und dann. Ihr wollt eigentlich irgendwo anders hinspringen. Wieso zur Hölle? Ist ja so schwer, genau dahin zu springen, wo ich will. Naja, anscheinend. Oh mein. Nein, eigentlich nicht. Genau. Wenn ich jetzt von hier nach da springe und jetzt hier hochkletter, kann ich mich hier festhalten? Ja, das geht. Okay.
Okay, gut, dann kann ich hier oben rumgehen. Hier runterfallen. Ja, okay, so geht's natürlich auch, aber es ist nicht unbedingt das, wie ich es machen wollte. Ja. Ja, na also. Geh ich lieber langsam, ganz ehrlich, bevor ich noch einfach falle und mir dann so denke, oh shit. Okay. Da kann ich wohl wieder zur Hauptquest gehen. So, tschüss. Was sind jetzt also einfach Grabräuber? Die gehören nicht zu meinen üblichen Gegnern oder gehören die trotzdem zu denen? Ich verstehe es nicht. Egal. Ist doch auch wurscht, zu wem die Gegner gehören. Gegner sind Gegner. Wenn alle Gegner rot sind, dann ist es doch auch wurscht, wer überhaupt dein Gegner ist. Ich schlitz dir die Kehle auf. Du entkommst. Da bist du ja. Stärker ist auf jeden Fall nicht. Dafür, dass er der Meister ist und so, ist er auf jeden Fall jetzt nicht wirklich stärker. Wo ist der Grabstein? Er wurde entfernt. Genau, Krypta abgeschlossen. Also ist jetzt meine Aufgabe, wieder hochzugehen, wie es ausschaut. Okay, das sind also so separate Maps, mehr oder weniger, auf derselben Karte. Das ist sehr interessant. Da muss ich ja sagen, das Innere von den Assassinengräbern und sowas, das waren ja auch so eigene abgeschlossene Karten. So ist das hier quasi auch. Also, ja, so eine Art ist es hier auf jeden Fall auch. So, nächste Farbe. Servus. Ich plane dann immer kurz mit. Also ich schaue es mal oben, besser gesagt. Mitnehmen schaut glaube ich anders aus. So. Da ist zwar eine Quest, aber ich will jetzt erstmal die Truhe da hinten einsammeln. Durch die Tatsache, dass mir teilweise in manchen hinteren Gebieten Truhen fehlen. Die ich nicht auf der Map sehe. Willst du mich nicht wundern, wenn ich die Sachen erst dann sehe, wenn ich sie entdeckt habe? Also nehme ich sie da auch gleich mit. Wenn ich sie zufällig mal entdecke. Beim Questen. Oh, wir sind schon über 20. Ich dachte, wir wären über 18 oder so. Naja, gut. Hilfe. Und bleib wachsam. Ich will nicht, dass uns irgendjemand folgt.
Ich muss ihm aber folgen, okay. Ja, okay, gut. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Nächstes Part werden wir vergessen. Ciao.